So, da sind wir wieder. Dann wollen wir mal schön alle unsere Sachen einpacken. Ha, der Teleport ist bestimmt einfach nur eine Abkürzung zum Eingang. Also dahin. Das heißt, wir können jetzt alle unsere Sachen mal einpacken. Und dann da reinspringen, gucken, wo wir rauskommen. Und dann von da aus, wo auch immer wir rauskommen, gehen wir mal zum Eingang und gucken, ob der Teleporter uns dahin bringt. Dann können wir das auch schon mal markieren. Also hier war der Steinblock, den wir verschwendet haben wahrscheinlich. Hier haben wir unsere Magiesack, einen Hammer und ganz viele Steine. Kommen alle mit. Auch du, kleiner Mann. Und du und du und du. Wir haben echt viele Steine dabei. So. Teleporter. Du bist jetzt mal. Wo sind wir? Wir sind bei F schon. F. Und wir kommen da raus. F, Ausgang 1. Du rollst immer noch fleißig hin und her. Gut, gut. Weitermachen. Wie kommen wir jetzt zum Eingang zurück? Wir können. Wofür den? D haben wir keinen Ausgang markiert. Das ist komisch. Denn wir haben ja den Teleporter markiert. Gut, springen wir einfach in den da rein. Das wäre dann G. Du bist G. Ab sofort und für alle Zeiten. Und wir kommen da raus. Okay. GA1. Dann ist das da H. Wir gehen in H rein, in der Hoffnung, dass wir jetzt hinter dem Teleporter rauskommen. Und das tun wir nicht. Wir kommen davor raus. H1. Also wir gehen jetzt nochmal in H rein, gucken, wo wir bei H2 rauskommen. Schön. Ganz hinten. H-Ausgang 2. Ich hätte mich vielleicht erstmal umgucken sollen, ob hier Gegner sind. Hm? Oh, hier sind schon mal Steine, das ist gut. Ein stinknormales Breitschwert. Au. Mehr Steine. Nein, das ist jetzt kein Dreh, das ist nur meine Tastatur, die gerade rumspinnt. So, und eine Kriegsrüstung. Das ist unsere uralte Rüstung aus der ersten Burg. 10% Schadensverringerung. Und eine Eisenmarke. Das ist doch schon eher hilfreich. Also damit wollen sie wohl zeigen, dass hier irgendein armer Abenteurer viel zu früh gelandet ist und gestorben. So, wir sind schon bei 3 Eisenmarken. Es läuft echt gut. Auch wenn ich bestimmt total überladen bin. Du trägst 333 Kilogramm. Was für Mali haben wir? Sieht man gar nicht. Bodenstärke ist immer noch recht gut. Beweglichkeit ist ganz schön weit runter, aber ich weiß nicht, was wir mit den Steinen zu tun haben oder ob wir allgemein so wenig haben, denn wir haben das Amulett hier gerade wieder abgelegt. Also ja, überladen sein scheint doch nicht so viele Abzüge zu bringen, wie ich dachte. Ich mag das Schwert. Hey, sie kamen einmal zum Zaubern. So, hier ist der nächste Abenteurer. Wieder eine Kriegsrüstung. Diesmal ein Helm dabei. Ein goldenes Fleischsymbol, ist doch schick. Und wieder ein Breitschwert. Schade, keine vierte Eisenmarke. Aber man kann nicht alles haben. Oh. Die steht mitten im Weg von dem Wirbelwind. Also, entweder sie oder wir. Ich glaube, wir sind es gerade. So, Mana-Kraut kommt mit. Stein kommt mit. Und sonst ist hier nichts. Okay. Und da sind zwei Gegner gespawnt. Sollten wir einen kleinen Zwischenstopp einlegen, einmal den Stock in die Hand nehmen. Ja, ihr habt euch gerade verraten. Wir wissen jetzt wenigstens, dass es diese komischen Frauen sind, die ja nicht so wirklich das Problem sind. So, also. Schwupp, schwupp, schwupp. Genau, bleibt da stehen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die auch von diesem Tornado getroffen werden.
Aber irgendwie sehe ich nichts. So, du jetzt auch. Und schnell durch da. Okay, du bist jetzt I. Und I führt nach da ganz hinten. I Ausgang 1. Springen wir nochmal in D. Das wird langsam echt unübersichtlich. D Ausgang 1 ist unter uns, also da. Heißt, wir springen jetzt wieder in H. Dann müssten wir entweder da rauskommen oder da. Nee, das will ich nicht. Das heißt, wir springen jetzt in I und gucken, wo I Ausgang 2 ist. I Ausgang 2 ist eine ganz komische Stelle. I Ausgang 2, so. Und genau deswegen musste dieses Spiel auch eine Minimap haben. Sonst würde jeder wahnsinnig werden. So, das kann auch ruhig zu sein. Da will ich gar nicht hin. Ich will zurück zum Ausgang. Da lang. Und zwar gehen wir ein ganzes Stückchen zu Fuß und erst dann schmeißen wir den Windzauber an. So, jetzt. Schupp. Wo ist der Windzauber? Da ist der Windzauber. So. Jetzt ist da rechts rum der Teleporter. Nein, ich wollte nicht so weit laufen und schon gar nicht noch weiter. Debuff. So, wieder rein. Das hätten wir auch geklärt. Teleporter. Okay, er führt echt hier hin. Also, du bist jetzt Z. Da ist Z Ausgang. Ich nehme an, es gibt nur einen Ausgang. Du bist Y. Und der wird wieder in eine andere Richtung führen. Schön, schön. Y, Ausgang. So, wir haben jetzt drei Marken, wenn ich das richtig sehe. Und ich will nicht wirklich gucken, ob wir sie auch alle dabei haben. Denn das würde eine ganze Folge brauchen, das hier rauszusuchen, denke ich mal. Das heißt, wo ist die vierte Marke? Wir waren eigentlich schon überall. Da sind vier Marken. Haben wir vielleicht eine schon mal reingeworfen? Das könnte natürlich sein. Also wir machen Wind. Jede Menge Wind. Und laufen einfach mal kurz hin. Das war einmal rüber, nochmal rüber und gleich irgendwo rechts rein. Viel zu weit. Ja, viel zu weit. Dumm, 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 dumm. Und dadurch. Nichts mehr drin, okay. Vier Eisenmarken sollen es sein. Hier hast du schon mal eine. Wie jetzt? Okay. Ah, kommt noch mal welche. So, die nächste Eisenmarke. Die hier hoffentlich irgendwo ist. Ja. Das kann wirklich eine ganze Folge dauern. Ah, da ist eine. Ne, ist ein Schlüssel. Wir haben dort noch einen Schlüssel. Aber nirgendwo noch ein Schloss. Ich dachte, das wäre hier ein Schloss gewesen, aber war es gar nicht. Okay. Wir sortieren mal kurz alle Steine aus. Oder ne, wir tun alle Steine in den Questsack. Denn Steine sind so unbedingt wichtig. Also rein da. So, so. Die kleinen auch. Wir versuchen die einigermaßen zu stapeln, dass sie nicht zu viel sichtbaren Platz wegnehmen. Sehr, sehr viele Steine. So, das war der eine Questsack. Nehmen wir nochmal unseren Mana, Magie-Gegenstand, zack. Und da sortieren wir den ganzen anderen Krimskrams rein. Also noch ein Feuerresistenztrank, so eine komische Säule, ein lila Slimer,
Noch ein Trank. Dum-di-dum. Davon noch welche. Und hier und da und überhaupt. Und dann wird das ja schon langsam einigermaßen übersichtlich hier. Wir haben richtig viele Heiltränke. Oh Mann. Aber besser zu viel als zu wenig. Wir waren ja zwischendurch ziemlich knapp dran. Also auch was Magietränke angeht und Gegengifttränke. Jetzt sind wir ganz gut dabei. Aber müssen wir ja auch, wenn wir uns bald mit dem Kriegsherrn anlegen wollen. Das wird bestimmt keine leichte Sache werden. So, ein Zeitanhaltedingens. Das kann dahin. Was machst du? Elixier des Feuerwiderstandes. Oh, ich dachte, die anderen wären das gewesen. So, hier haben wir diese Negierungsblöcke. Noch ein schwarzes Mana-Dingens. Fleischsymbole. Noch mehr Mana-Tränke. Ah, das hört hier gar nicht auf. Goldmünzen können nach oben. Heiltrank kann dahin. Noch ein Heiltrank. Noch eine Slimer-Statue. So, das ist unser Vorratspack für den Notfall. Und du kannst da auch noch hoch. So, alle Amulette unten hin. Du bist kein Amulett. Da alles auf dem Haufen. Was noch? Heiltrank. So, da ist noch eine Münze. Hat das Ganze ja doch was gebracht. Also, du wieder zu. Säcke kommen oben hin. Stein. Marke meine ich. Klick. Da ist die nächste Tür. Wir haben jetzt erst eins, zwei Türen geschafft. Das heißt, wir brauchen noch zwei Marken. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass wir noch eine dritte dabei haben. Also unter den Säcken ist nichts. Das heißt, die können wieder dahin. Ah ja, da ist Nummer 3. Und da ist eine unsichtbare Wand. Komm schon, Zauber, geh weg. Und gucken wir mal ganz kurz, was hier ist. Vielleicht eine Kiste mit noch einer Münze, das wäre echt toll. Ein Kriegsschild. Und, Weg. Eine Eisenmarke, irgendein komisches Dingens. Die Truhe ist leer, man hat trotzdem noch ein Handsymbol. Ah ja, komisch. Ah, jetzt ist die Hand runter. Gut, gut. Also, letzte Marke hätten wir auch noch gefunden. So muss das sein. Okay. Du warst da ganz schön lange eingesperrt, hm? Armes Handmaul. Kein Wunder, dass du so grumpig bist. So, Eismarke. Und schauen wir mal, was hinter Tür Nummer 4 ist. Eine Werbeplakette. Ihr Sterblichen solltet die Tiefen dieses Berges keinesfalls ohne die Sigille des Feuerschutzes betreten. Ohne sie werdet ihr zur Asche. Gut, danke für die Warnung. Die Sigille war das hier, die tragen wir doch gleich mal. Und wahrscheinlich geht's dann jetzt hier runter. Einmal Kreis rum. Gucken wir nochmal, ob hier irgendwo was ist. Nö, nö. Und wenn das kein guter Zeitpunkt für einen Cut und Abspeichern ist, dann weiß ich auch nicht. So, LP. 70, 70A. Und wir sehen uns gleich wieder.